LKM-Rennen 5 und 6, die Pro-Wertung. Heute auf Platz 1 der Michael, der so fast eine tadellose Serie fortsetzt. In fast jedem Rennen, wo er gestartet ist, bei uns immer gewonnen, bis auf ein einziges Mal. Im ersten Rennen noch gedacht selber wahrscheinlich, dass es nichts wird heute, aber im zweiten Rennen mit brillanter Taktik vorne weggefahren. Ja, Rennen 1 war natürlich, habe ich das große losgezogen mit dem Kart. Wahrscheinlich heute schlechteste Kart im Feld gezogen. Hatte Glück, dass ich im Qualifying ein Kart hatte, womit ich mich für die erste Gruppe qualifizieren konnte. Deswegen konnte nicht mehr so viel passieren im Rennen. Und Rennen 2 war dann halt perfekt. Ich habe ein Kart gezogen, das jetzt nicht das super Top-Kart war, aber weil halt der Brenner schon raus war aus der Pro-Wertung, musste ich dann eigentlich nur Vollgas geben, irgendwie konstant die Runden abspulen und habe es dann tatsächlich zum Glück knapp geschafft. Man hat auch gesehen am Anfang des zweiten Rennens, dass du und Ronald euch taktisch dann auch gleich mal das Duell geliefert hat. Der eine hat den Undercut versucht, der andere musste mitziehen. Hat in dem Fall auch Spaß gemacht, irgendwo sowas zu probieren? Hat Spaß gemacht, ja. Also ich bin ja das Kart, was Ronald im Rennen hatte, bin ich ja in der Qualifikation gefahren. Und ich habe dann aber schon gemerkt, in der ersten Runde oder in den ersten zwei Runden, gerade so aus der Kurve raus, ist mein Kart fürs Rennen doch ein bisschen besser. Das heißt, ich habe dann gesehen, ich habe vielleicht eine Chance auf den Sieg und musste schnell vorbei an Ronald. Und ja, als das Boxenfenster auf war, erster Versuch hat nicht geklappt, da ist er halt noch knapp vorne geblieben. Beim zweiten Stopp dann halt volles Risiko, Boxeneinfahrt bis zum letzten Millimeter ausgenutzt. In der Box selber auch immer so auf den letzten Millimeter erst angehalten. Und da hat es dann hauchdünn geklappt, vor Ronald zu kommen. Und das war dann eben der Schlüssel, weil ich dann frei fahren konnte. Frank war so ein bisschen unter dem Radar, auch selber sich die Chancen für den zweiten Platz wahrscheinlich gar nicht erst ausgerechnet und trotzdem mit brillanter Taktik auch nach vorne gefahren. Fluchte man da nicht im ersten Rennen so ein bisschen schon unterm Helm wieder? Nein, überhaupt nicht. Ich habe heute davon profitiert, dass die guten Fahrer des Feldes heute Pech mit den Karts hatten. Und bei mir war diesmal kein schlechter dabei und dann kommt ein besseres Ergebnis raus. Ganz einfach. Taktik war hier deswegen gut, weil wenn man mit einem schnelleren Kart von hinten im Feld kommt, man den Boxenstopp gut nutzen konnte, dann sich an die Führung zu setzen. Wieder Michael und Michael dann als Zug vorne dran, dann kann nichts mehr schief gehen. Du hast im zweiten Rennen eigentlich einen guten Startplatz vorne weg gehabt und dann wahrscheinlich einen Kart erwischt, wo im Rennen dann nicht ganz so deinen Speed dann wieder ausnutzen konnte. Also das war vielleicht, sagen wir mal, ein, zwei Zehntel langsamer im Schnitt, aber auf die große Rundenzahl dann hochgerechnet macht es natürlich dann schon was aus. Aber ich war sehr überrascht. Ich dachte, ich fahre irgendwie auf den dritten Platz oder so im zweiten Rennen, aber wurde dann Fünfter und ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin jetzt nicht unzufrieden. Endplatzierung ist 3, das passt. Aber ich habe mir eigentlich schon ein bisschen mehr erhofft eigentlich im zweiten Rennen. Und ja, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Es war halt auch so ein bisschen ein Glücksspiel. Aber ja, so Differenzen gibt es halt einfach in den Karts. Kann man nicht wegzaubern. Ist einfach so. Jetzt geht es ja Outdoor weiter. Ich glaube, das ist mehr auch so dein Spezialgebiet vielleicht. Ja, ich habe vielleicht mehr Erfahrung als die meisten Outdoor, weil ich auch lange Rennkart gefahren bin. Aber ob sich dann ausspielt, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Aber ich habe auf jeden Fall Lust drauf. Und ja, Outdoor-Erfahrung habe ich. Auf jeden Fall. Dich sehen wir ja Outdoor jetzt gar nicht. Du lässt die ganzen Rennen ausfallen. Dich sehen wir erst wieder in Sulz wieder. Nächstes Rennen, nächster Sieg? Also Sulz mag ich eigentlich so. Bin ich eigentlich auch immer relativ vorne dabei. Die letzten Mal hat es ja auch geklappt mit dem Tagessieg. Und ja, wenn ich schon Outdoor nicht mitfahren kann, weil es sich eben blöd überschneidet mit meinem Job, dann greife ich halt den Sulz wieder an, ja. Und bei dir, weiß ich, war Outdoor immer so ein bisschen die Pechsträhne, die angefangen hat, wie bei Ronald. Da hoffen wir jetzt einfach mal auch, dass es dann dieses Jahr besser geht. Das kann nur besser werden. Wir sehen uns in Steißling. Dann danke ich euch. Vielen Dank für das tolle Rennen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten den Spaß von außen. Man hat es gesehen, das war ein hochprofessionelles Feld wieder mal bei euch in der ersten Gruppe. Wir sehen uns in 3 Wochen. Kommt gut nach Hause. Vielen Dank euch.